Hallo, Hallöchen. Herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Ich bin immer am Experimentieren und das ist echt schlimm. Ja, ich bin jetzt ein bisschen eine Drachenblume in verschiedenen Richtungen am Ausprobieren. Und zwar gieße ich mir meine Form hier ziemlich voll. Das ist die Rough and Tough Form von Molds and Shapes. Ich habe mir das Mastercast angerührt. Das ist ein bisschen bläsrig. Ich werde jetzt mal kurz hier drüber föhnen. Ich drücke mal kurz die Stopptaste. Ja, normalerweise lasst ihr das einfach ein bisschen stehen, aber jetzt bei den Temperaturen kann ich es nicht zu lange stehen lassen. Ich habe jetzt noch ein bisschen übrig. Das hat jetzt doch nicht so viel reingepasst. Ach, ich lade den Rest einfach hier rein. Das ist jetzt egal. Das ist nur so ein Restiguss. Mal schauen, was ich da draus mache. Genau. So, das ist auch aufgebraucht. Dann habe ich jetzt hier Resin-Inks in Elderberry und in Grey Purple vorbereitet. Die tropfe ich jetzt hier rein. So. Und dann schauen wir mal, was ich draus mache. Ein bisschen verschmiert sind die Flaschen manchmal. Aber ja, egal. Ich gebe vielleicht außen das Grey Purple rein. Was im Kreis rum. Ich habe die Oberfläche ja gerade angeföhnt. Das heißt, die Farbe kann sich jetzt hier gut ausdehnen. Ich mache hier dann auch entsprechend die Farbe rein. Das Flache gibt wahrscheinlich nichts, aber ja, mal schauen. Okay, es breitet sich ja wirklich mega gut aus. In der Mitte mache ich dann das Elderberry. Okay, dann ist die Oberfläche einmal bedeckt. Ich habe mir angemischt weiße Pigmentpaste, ein bisschen von dem Interference Rose und ein bisschen von dem Elderberry da rein. Und jetzt gieße ich mir hier auf jeden Fall mal für die Drachenblume das Muster. Mal schauen, was draus wird, weil ich habe das jetzt noch nicht mit Inks aufgegossen. Weiß nicht, ob man das sieht, wie das rauskommt. Deswegen experimentiere ich ja immer mal wieder gerne. Und irgendwann mal hat man die Schnauze voll. Möchte man wieder Dinge machen, die einem gelingen. Und ja. Jetzt habe ich auch hier ein bisschen gröber, also größere Linien gemacht. Irgendwie aus Versehen. Ich hoffe, dass es noch irgendwie arbeitet. Aber ich glaube, hier in dem Lila verteilt sieht es gar nicht so gut. Hier gebe ich mal nur eine Spirale rein. Hier ist es schon ein bisschen dicker. Ist noch ziemlich flach gegossen. Okay. Oh je, ich glaube, bei dem Lila funktioniert das irgendwie gar nicht so. Ich werde mal kurz anföhnen. Vielleicht arbeite ich das noch ein bisschen in die Mitte, habe ja dann die Hoffnung und dann schauen wir mal, was noch passiert. So, das war jetzt mal kurz geföhnt. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen von meiner Weißmischung übrig und die gebe ich jetzt hier am Rand entlang. Ruhig bis außen hin, wenn es geht. Ich hoffe, es reicht mir, aber ich glaube, es sieht gut aus. Okay. Und hier lasse ich es, hier möchte ich mir einfach eine Blume formen. Hier war die Frage nach Glitzer, ob ich da Glitzer reinmache. Aber ich weiß jetzt nicht, was da genauso gut passt. Vielleicht, ich könnte es hier noch ein bisschen reinmischen. Ich könnte hier das Lila nehmen, die Lila
Kügelchen. Das klingelt, jetzt muss ich mal kurz zur Klingel, zur Tür. So, das ist natürlich immer sehr praktisch, wenn man im Videodrehen ist und dann klingelt es. So ist halt. Jetzt mache ich hier ein paar Kügelchen rein. Bisschen statisch geladen. Ich mache noch ein bisschen hier von diesem Glitzer rein. Chuckle Grey Holo. Und noch ein bisschen Fantasy Midnight Sky. Ein bisschen durcheinander hier. Ein bisschen zusammenmischen. Mal sehen, was es gibt. Keine Ahnung. Farbtechnisch gefällt es mir gut. Ich weiß noch nicht, wie es außen sich noch verändert. So, jetzt kann man das Glitzer gleich wieder wegräumen. Okay. Da bin ich mal gespannt, was das wird. Ich wollte ja da noch die Blume draus formen. Ja, okay. Vermische ich das Glitzer. Warte ich einen Moment. Beziehungsweise, ja, ich gebe da gleich ein bisschen rein. Und hier auch, wo ich jetzt die Mitte vermute. Okay, also. Also gut. Was mache ich jetzt noch? Hier wollte ich noch eine Blume formen. Nehme ich mein Dotting-Tool. Sieht man das eigentlich in der Kamera? Ja, ist doch alles drin. Okay. Hier wollte ich eine Blume formen. Ich hoffe mal, das funktioniert. Ich sehe ja kaum was da rein. Mache ich mal Viertel. Okay. Und dann gehe ich einfach noch hier nach außen. Ich habe keine Ahnung, ob das was wird. War ziemlich flach gegossen. Ob es überhaupt funktioniert. Sieht so dunkel aus, man sieht gar nichts. Aber vielleicht wird es ja auch ganz gut. Hier noch. Damit einmal so ein bisschen. Und hier den Glitzer drücke ich noch rein. Okay. Also gut. Ja, sieht mal witzig aus. Keine Ahnung, ob das was wird oder nichts. Ich fülle noch kurz drüber und dann schauen wir mal, was dann beim Ausformen rauskommt. Lassen wir uns mal überraschen. So, die Kamera ist jetzt eine halbe Stunde gelaufen und ich wollte euch diesen Anblick nicht vorenthalten. Es schimmert ein bisschen. Es hat sich total verändert. Richtig luftig, fluffig geworden. Boah, ich bin so mega gespannt, wie das rauskommt. Zu hart. Und das andere kann man schwer erkennen. Ich filme da mal kurz drüber. Aber man sieht hier gar nichts. Ja, da schauen wir mal, wie es sieht aus, wenn ich ausforme. Oder ich muss vielleicht noch ein bisschen aufgießen. Aber diese hier, wunder, wunder, wunderbar. Ich hoffe, dass sie auch auf der anderen Seite schön rauskommt. So interessant, so spannend. Also, bis zum fröhlichen Ausformen. So, Ausformzeit, zumindest für dieses Schätzchen. Das andere muss ich erst noch aufgießen, das hat sonst keinen Wert. Ich bin jetzt aber mega gespannt, was hier draus wird. Ich hole mir gerade mal noch eine Platte, vorsichtshalber. Wow. Wow, das ist ja mal mega. Okay. Ja, die Kante ist so weich, das habe ich gerade gemerkt. Das sieht ja super aus.
tolle Farbe. Wow, mit sowas hätte ich gar nicht gerechnet. Ich meine, ich habe nicht gewusst, was mich erwartet. Aber es ist echt schön geworden. Hier der Verlauf an den Kanten. Wow, super. Total anders als vorher. Also ja, gut, ich habe es in der Art das noch nie gemacht. Ich mag die Bilder da positiv geflasht. Das sieht echt schön aus. Gefällt mir sehr gut. Jetzt hier ist noch bisschen noch weich, seht ihr? Das kann ich noch nicht ausformen. Das muss ich noch auf die Seite schieben. Aber das hier, ja gut, das habe ich hier auch Abdrücke hinterlassen. Das ist doch noch ein bisschen weich an den Kanten. Gut, das sieht nachher kein Mensch mehr. Ich finde es wunderbar. Cool. Also gut, mal wieder was Neues probiert. Wieder ein neues Ergebnis erzielt. Den Glanz, den Glitzer, den, das Parkglanz-Pigmentpulver erkennt man hier wahrscheinlich nicht so gut in der Aufnahme wie in echt. Und ja, ich bin aber total zufrieden. Gefällt mir mega, mega gut. Wow. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Würde mich natürlich riesig über einen Kommentar freuen. Über einen Daumen hoch, über ein Abo, wenn ihr mögt. Wenn ihr Lust habt, sehen wir uns zum nächsten Video. Ciao. Ciao, ciao.